sieht nicht gut aus. Das Messer hat man nie erwischt oder so. Sie wird septisch. Wie geht's, kleine Schwester? So dämlich. Es war dieses Mädchen, dieses verdammte kleine Kind. Großes Messer. Hey, hilf mir. Na komm. Und dann los. Scheiße. Noch ein Mob. Wir müssen weg, bevor sie hier durchkommen. Wir müssen aufs Dach einen von diesen Helis anwinken. Okay. Warten Sie, wir brauchen Hilfe. Sie ist verletzt. Was ist mit ihr? Also sie hat nicht, was immer da draußen abgeht. Sie hat eine Stichwunde. Ich kann sie nicht mitnehmen. Okay, hören Sie, O'Brien? Wenn wir sie nicht sofort in ein Krankenhaus bringen, dann wird sie sterben. Es gibt keine Krankenhäuser mehr. Ach, komm schon, es gibt keine mehr. Ihr habt Ärzte, Sanitätszelte, eine Lazaretteinheit. Ich bin nur ein Doktorand, okay? Ich wurde einfach eingeteilt. Ich sollte nicht mal hier draußen sein. Ryan. Okay. Scheiße. Ich habe nur für zwei Leute Platz, okay? Zwei. Was soll das heißen, nur wir für sind zwei? Zu schwer, okay? Ich kann nur zwei von euch mitnehmen. Zwei. Okay. Na los, helfen Sie. Na los. Da kommt sie. Okay. Alles wird wieder gut. Ich hab sie. Hey, ich bin sofort zurück. Okay, Boozer. Los jetzt. Wir müssen Wir müssen zu diesem Heli. Ich hab's gehört. Das ist nur Platz für zwei in dem Heli. Geh. Geh mit dir. Ich komm schon klar. Ich hab schon Schlimmeres überstanden. Ja, haben wir. Wo fliegt ihr hin? Was? Wohin? Wohin? Flüchtlingscamp, nördlich vom Three Finger Jack. Nein. Usa wird es niemals ohne mich schaffen. Kommst du? Nein. Jawohl, und damit willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Days Gone, endlich. Ich freue mich, ein, wie ich finde, zwar mit vielen Bugs versehenes Spiel, aber ein trotzdem wirklich großartiges Spiel. Wirklich großartig. Ich habe schon ein paar Mal durch, zweimal. Und ich freue mich, jetzt ein drittes Mal spielen zu können. Ich freue mich wirklich. Die Bugs halten sich auch in Grenzen, ja, aber manchmal ist es schon auffällig. Aber trotzdem, unterm Strich, ein absolut großartiges Spiel. Sein. Warte, Motor aus. Scheiße, sie lebt. Avarice. Avarice, hey. Avarice. Was ist hier passiert? Ich meine, wer war das? Waren das Ripper? Leon! Er war's. Jawohl, los geht's. Ja, kann nicht weit sein. Verfolge Leon.
So. Genau, Überlebenszentrum ist X für Boost gedrückt, also das ist quasi so eine Art Nitro fürs Motorrad. Wir fahren hier auch ausschließlich Motorrad. Wir spielen übrigens auf dem Schwierigkeitsgrad schwer. Genau. Und ich finde, auf schwer sollte es eigentlich sehr gut zu machen sein. Wie gesagt, ich habe das Spiel auch auf Überleben 2 einmal durchgespielt, also auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Und wenn man das Spiel kennt, dann ist es, wie ich finde, relativ gut machbar. Also ich habe für den ersten Durchgang, glaube ich, deutlich länger gebraucht als für den zweiten. Wobei ich auch sagen muss, beim ersten Durchgang, da habe ich ja auch sehr, sehr viel Nebengeplänk oder eigentlich alles gemacht, weil ich habe mir natürlich die Platin-Trophäe erspielt, ist ja vollkommen klar. Also ich habe sie eigentlich fast alle, außer bei den Herausforderungen, da gibt es ja extra so ein Ding mit Herausforderungen, da habe ich nicht alle. Aber ansonsten habe ich tatsächlich alle Trophäen in diesem Spiel. Und das hat auch wirklich sehr, sehr lange gedauert, die alle zu erspielen. Also diese ganzen, wir werden uns jetzt hier im Let's Play nicht auf Sammelobjekte und so weiter konzentrieren. Klar, wenn wir welche finden, nehmen wir die. Wenn wir welche finden, dann nehmen wir die natürlich mit. Ist ja vollkommen klar. Oh, oh, warte, warte. Er hat sein Bike hingelegt. Mit Deck, alles klar. Er ist da lang. Na los. So, und ich habe gerade festgestellt, unter Umständen könnte das Spiel ein bisschen laut sein. Drücke R3, um die Überlebenssicht zu aktivieren. Genau, mit ihrer Hilfe werden Hinweise und andere Informationen über deine Umgebung sichtbar. Wo zum Teufel so. Will er hin? Hier draußen gibt's doch nur ein paar Freaks. Genau, da sehen wir dann die Fußspuren. Ich lag ich falsch. Und er hat keinen Deal mit Copeland. Nein, Leon vertickt schon seit Ewigkeiten Sachen an Copeland. Endlich haben wir ihn. Hey, hey, so. Warte, warte, halt. Moment. Für Folgen, Hinweise. In der Überlebenssicht vibriert der DualShock 4 Wireless Controller. Wenn eine Kamera in Richtung eines Hinweises zeigt, näherst du dich dem Hinweis, nimmt die Vibration zu, entfernst du dich davon, nimmt sie ab. Genau, das kenne ich auch noch. Scheiße. Okay. Die Vibration bekommt ihr jetzt natürlich nicht mit. So, dann durchsuchen wir mal. Oder? Warte, warte, warte. Hier. Hier runter. Die Spuren sind frisch. Ja. Genau. Und natürlich, wo wir gerade beim Thema waren, hoppala, ich muss da eben ganz kurz nochmal eben rumprallen natürlich, hoppala, da haben wir sie ja. Also da kann man sie auch nochmal alle sehen, wenn, damit ihr nochmal seht, was ich mit den Herausforderungen meine. Das hier Herausforderungsmodus, da kann man halt ja, irgendwelche komischen Herausforderungen uns machen, die, ich hab's probiert, hab's aber nicht geschafft. Na, da fehlen mir da einige, aber mein Gott, ansonsten, habt ihr ja gesehen, habe ich alle. Ich war mit meinem Alten auf Elchjagd, als ich klein war. Muss ich ein bisschen rumprallen jetzt nochmal. So. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Waffen. Haben wir überhaupt eine Waffe? Ich glaube, wir haben tatsächlich keine Waffe. Boozer hat nur die Waffe. Und nicht wir. Naja, gut. Runter! Jetzt hab ich, er hat also, Deacon hat offenbar doch eine Waffe. Ja, 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 nur ein Streifschuss. Das Arschloch kann ist zu blöd zum Zielen. Scheiß Kerl. Kann sie nur noch nicht rausholen. Und eigentlich haben wir auch ein Waffenrad. Ja, ich seh's, da ist Blut am Bein. Er muss da lang sein, zum Wasserfall. Ja, er verliert eine Menge Blut. Der kommt nicht weit. Na los. Missionsgebiet verlassen. Ach, hier sollen wir rüber. Okay, na, da vorne ist die Horde. Da kommt er nicht weit. Durchsuch ihn. Oh,
Ausbluten. Das ist mal ein Abgang. Schön langsam. Sehr schmerzhaft. Aber das weißt du bestimmt. Sie hat noch geatmet, als wir sie fanden, du Arschloch. Ich wollte für sie keine Kugel verschwenden. Langsam. Warte. Jetzt warte mal kurz. Wo hast du die Drogen, Leon? Wenn du es sagst. Naja, dann machen wir es schnell. Versprochen. Ja, du wirst wohl nicht zu lange leiden müssen, Leon. Du hast ein kleines Problem, weißt du? Sie können dein Blut riechen. Sogar von da unten. Wie es sich wohl anfühlt, hm? Lebendig. Gefressen zu werden. Er wird es rausfinden, leck mich. Mach's gut, Leon. Nein, wartet. Okay, nein, bitte. Ich hab's hier, nehmt. Wo? Der Friedhof. Auf dem alten Friedhof. Danke. Nein, du hast... Tu es. Lass mich nicht so zurück, Mann. Tu es. Tu es. Du verdammter Lügner. Tu es. Tag braucht einen Beweis fürs Kopfgeld. Stimmt. Du hast das Richtige getan. Wir überlassen niemanden den Freaks. Nicht mal solche Arschlöcher wie Leon. Meinst du? Oh, ich weiß ja nicht. Ich glaube, der hat schon verdient. So. Sprinten können wir aktuell auch wieder nicht. Hey, warte mal. Ich will dieses Camp durchsuchen. Vielleicht finde ich was für die Wunde. Das wäre sinnvoll. Gucke mal, da haben wir schon mal einen Lappen. Und was brauchen wir noch für einen Verband? Das werden wir dann bestimmt hier gleich irgendwo finden. Vermutlich irgendwie... Ach, was gab es denn da noch? Ich glaube, irgendwie so Sterilisationsmittel. Irgendwie sowas gab es ja auch. Alkohol. Ah, nee, das Blaue ist Busa. Okay. Gucken wir mal, was liegt denn hier noch so rum? Da haben wir nichts. Können wir hier auch mit dieser... Ne. Ach, gucke mal, da steht's ja. Genau, Stilisierungsmittel. So. L1, ach, gucke mal. Jetzt können wir auch das Rad rausholen. So, und dann können wir genau einen Verband herstellen. Zusammenfügen und... Ja. Na komm. Und so, bam. Ja, das sollte reichen. Ich schätze... Ich werde den Arm wohl erstmal nicht verlieren. Erstmal. So, guck mal, L3. Ah, guck mal, jetzt können wir auch sprinten. Sehr schön. Dachte, wir gehen heute mal auf die Jagd. Bringen Tucker ein bisschen Beute vorbei. Nicht, wenn es wie aus Eimern schüttet. Oh Mann, wir brauchen die Camp-Punkte für neue Vorräte. Ja, okay. Aber nicht wieder die ganze Nacht. Genau. Sprinten und Abrollen verbraucht Ausdauer. Das ist keine blaue Balken unten links. So. Ich schau mal, ob wir was von Leons Bike verwerten können. Nein, verdammt. Was? So eine Scheiße. Ist wohl die Benzinleitung oder hast du dich eingepisst? Die Pumpe. Leon, ja. Er hat meine Pumpe geschrottet. Können wir was aus seinem Bike holen? Ach, vergiss es. Los, fahren wir nach O'Leary Mountain zurück. Wir suchen morgen früh ein paar Teile und holen dein Bike. Nein, ich habe eine bessere Idee. Wir können das auch gleich erledigen. Was? Crazy Willis ist nicht weit von hier. Lass uns einfach dahin. Was hast du vor? Wir wollten heute eh auf die Jagd gehen. Und warum dann nicht im Crazy Willis? Ja, okay. Hey, was hat Leon dir gegeben? Vielleicht irgendeine Karte? Wenn wir mein Bike haben, fahren wir zum Friedhof und sehen uns mal um. Ja, okay. Jawohl, machen wir.
Aber vorher darf Bruce uns kutschieren. Bringen Sie zu Tucker und kassieren Leons Kopfgeld. Und dann ab nach Norden. Und du glaubst, die Scheiße ist im Norden anders? Mir egal, ich glaube, es tut uns gut, hier wegzukommen. Huch. Wir sind irgendwo. Da sind sie ja, die Creeper. Ach ja, schön. Schön wieder da zu sein, wirklich. Warte, da blockiert etwas die Straße. Vorsicht, ich habe so eine Falle neulich schon mal gesehen. Ein paar Ripper blockierten die Straße mit einem Truck. Los, hilf mir schieben. Bereit? Fahrzeuge schieben. Einige Fahrzeuge können bewegt werden, um Wege zu räumen oder zu blockieren. Halte Viereck gedrückt, um sie zu schieben. Ja. Also? Beginn. Na los. So, na gut. Es steht halt drauf, dass wir unbedingt auf der rechten Seite sein müssen. So, dann haben wir Glück, dass die Handbremse nicht. Komm. Jawohl. Drücke ja 2 für einen Nahkampfangriff. Um das Ziel zu wechseln, halte L in die Richtung deines Gegners gedrückt und drücke R2. Jawohl. Ja. Ah, stimmt. Abrollen. Kennen wir auch noch. Oh. Komm. Jawohl. Noch jemand? Das waren alle, oder? Wir haben es fast. Tja, da haben wir schon so eine kleine Apokalypse und den Menschen fällt immer noch nichts Besseres ein, als sich gegenseitig umzubringen. So, steigen wir jetzt auf, oder was? Hallo? Ach, mein Gott. So, jetzt dürfen wir mit aufsteigen. Vorher standen wir halt im Weg. So. Slow down. Jetzt hier wieder so ein Checkpoint. Wir sind fast beim alten Nero-Kontrollpunkt. Wir sind fast da. Mist, wie soll das gehen? Gib mir die Schrotflinte, ich geh vor. Na gut, gehen wir durch den Tunnel. Dieser Kontrollpunkt war wohl ein ganz guter Schutz für Sie. Ja, das hat Ihnen echt geholfen. Da sterbe ich lieber bei den scheiß Pionieren. Ja. Scheiße, sieh sie dir an. Gucken wir mal, was wir da so drin haben. Was dachten Sie denn? Hey, Mr. Fett, können wir bitte hier warten, bis eine Horde kommt und uns alle tötet? Beschissener Tod, in so einem Loch in der Falle zu sitzen. Ich kann man zum Beispiel nicht aufmachen, da war eben noch einer, aber gut, wir müssen jetzt hier nicht jedes einzelne Auto aufknacken, wenn wir dran vorbeikommen. Riechst du das? Scheiße! Da! Los, weiter! Warte mal, wie viele Molotovs hast du noch da? Das machen wir auf dem Rückweg, lass es! Lass es am Arsch. Scheiße, Mann, du hoffst, dass jemand da ist. So ist es wohl. Jawohl, na kommt raus, hä? Okay, nur 2 davon. Ich glaube, er ist tot. Denk an meine Flinte. Ja. Okay. Willst du wieder da hoch? Wovon redest du? Das verdammte Flüchtlingslager. Du bist nur so, wenn du daran denkst, dorthin zu fahren.
Wie bin ich denn? Es ist nicht deine Schuld, dass sie tot ist. Hör auf. Wenn du mit Sarah in den Heli gestiegen wärst, wirst du auch tot. Es hätte nichts geändert. Ey, lass es einfach. Oh, hallo? So, noch jemand? Mach jetzt mal lieber den Alarm aus, ja? So. Das reicht mir jetzt. Na also, geht doch. Haben wir eigentlich... Genau, eine Pistole haben wir auch noch, sehr gut. So. Da kommst du mit deinem Bike nicht durch! Der Versorgungstunnel. Versuch von der anderen Seite den Weg frei zu machen. Alles klar. Leuchte einfach mit dem Scheinwerfer in die Richtung und warn mich, wenn du was siehst. So, wie kletter ich jetzt nochmal? Damit offenbar nicht. Okay, gar auch nicht. Damn. Ach, warte mal, genau. So, das wollte ich gar nicht rüberklettern. Oh. Jawohl. Puh. Ein Schwärmerohr haben wir jetzt. So, gucke mal. Ja, schieben wir dich einfach mal so beiseite. Passt. So. Natürlich. Das war nicht geplant, verdammte Scheiße. Puh. So, machen wir jetzt hier auch ganz schnell wieder die Alarmanlage aus. Bevor noch mehr von denen kommen. Ja, komm. Irgendwer wir da? Nee. Doch, der da noch. Ah, noch einer. Oh, Scheiße. Mehr Freaks. Oh. Oh. Komm, 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 komm. So. Okay, mit dem letzten Schuss haben wir noch erledigt. So, genau, Polizeiwagen, da ist normalerweise Munition drin, ne? Jawohl. Sehr gut. Noch ein Nest. Ja, man riecht's. Wie viele Molotovs hast du noch? Das war gerade der letzte. Haben wir noch Zeug, um welche zu machen? Ja, ja. Ja? Okay. So. Das haben dann wir Brut. Na, da auch nicht. So, Molotow. Stellen wir nochmal einen Molotow her. Jawohl. Ja, okay, eine Sekunde. Haben wir das. Und rauf. Ich habe darüber nachgedacht, über das nach Norden fahren. Ich meine ja nur, du musst von hier weg, den Kopf freikriegen, ja? Morgen früh, lass uns die Beute abliefern und losfahren. Ja, yeah, Bruder, das höre ich gern. Crazy Willis. Oh, Willis, nicht Willis. Crazy Willis, so. Da, deine Freakshow. Shit. Alles voll. Was hast du vor? Und es wird nicht gut gehen. Du fährst einfach durch. Ziehst möglichst viele auf dich. Und ich gehe einfach hinten rum, den Hügel runter zur Garage. Scheiße. Ich brauche nicht lang. Gib mir ein paar Minuten. Ich hol das Teil, du kommst zurück, wir hauen ab.
nachdem ich ein paar von denen umgelegt habe. Du willst wohl unbedingt draufgehen. Wie gesagt, heute noch nicht. Na los, ihr verdammten Fixer! Jawohl. Großartige Idee. Absolut großartige Idee. So. Finde Crazy Wheels Werkstatt. Jawohl, aber ich würde sagen, das machen wir dann erst morgen in der nächsten Folge. Wir sind hier für heute erstmal durch. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.